weiß, ich könnte in die Retro-Perspektive gehen, aber ich gucke erstmal hier so rum. A page from one of the Doctor's Notebook. Oh Gott, das ist ja noch... Alter, die Schriften sind furchtbar. Three Mark... Alter, das kann ich überhaupt nicht lesen. Sorry, das... Wer das jetzt gerne lesen möchte, kann das gerne jetzt mal kurz auf Pause drücken, aber ich krieg diese Schrift gar nicht hin. Three make subjects today. I feel make like a budget them a doctor. There's no other word. Das ist ein R. Three more subjects today. I feel more like a butcher than a doctor. There are no other word to describe what we are doing. They watch us from the observation room like from farmers at a slug. Okay, er fühlt sich eher wie ein Schlachter anstatt wie ein Doktor hier in der Forschungseinrichtung. Ist gut. Notes and yellow legal pages will we follow. Alter, der hat eine furchtbare Schrift. Wer schreibt denn das? Seymour's. Oh, das kann ich nicht identifizieren. Das ist, glaube ich, der Horror. Die Schriften hier. It's gotten worse this past week. Signs the stiff arrived. Two of them shadow. Nee, komm, das ist mir zu anstrengend. Entschuldigung, aber das ist wirklich zu extrem. Können wir hier irgendwas von den schönen chirurgischen Besteck mitnehmen? Auch vielleicht noch ein Skalpell. Haben wir ja bestimmt nicht mehr jetzt. Man kennt es ja aus solchen Rätselspielen, dass sie dann, naja, verschwinden. Wasser können wir nicht anmachen. Hier haben wir noch irgendwas. Oh, Disk. This info disk were used to record brain activity through the program. Klicken wir es einmal an. Jo, ist eine Disk. It says 42. Mein Gott. Maybe a subject designation. Okay, maybe vielleicht eine. Damit wurden die Hirndinge aufgezeichnet. Wir scheinen hier in einer ziemlich veralteten Gegend zu sein. Da kann ich nichts machen. Double click on the door. Ich frage mich, was wir machen müssen. Okay, ich gehe mal in Retro rein. Gut, die Maschine ist noch... Da haben wir noch was vergessen. Oh. Ja, das kommt, wenn man sich nicht richtig umguckt. Endlich wieder ein Zettel mit bestimmt furchtbarer Schrift. Another note from a surgeon... Surgeoner. But it's one different. Alter, das gibt's doch nicht. Ey, die Schriften hier sind echt... Nee. Entschuldigung. Haben wir gefunden, aber hilft dann auch. See if I can open this. Wir können hier spielen. Okay, das bewegt sich. Okay. Wenn du das da oben bist, Entschuldigung, was ich hier gerade mache. Was zur Hölle war das? Strange Metal World. Strange Metal World made up from some unknown alloy. Okay, irgendwelche... Was? Woher haben wir... Haben wir das gerade aus ihnen rausgezogen, oder was? It looked like it belongs to something else entirely. Haben wir das Zeug gerade aus ihnen rausgezogen? Das... Ist ja super. Und wer war der Geist da oben? Oder die Vergangenheitserinnerung da oben? Ach, jetzt sehe ich das hier gerade. Der hat eins, drei Stück von denen sein Körper. Von diesen komischen Metall-Dingern. Okay, nochmal in seinem Körper rumwühlen können wir nicht. Schade. Hätte ich jetzt schon gerne gemacht. Okay. Warte, hier hinten war noch...
none of our business. But Sechenov's lost his mind. This isn't science anymore. This is murder. Shh, keep it down. You know they're watching. I didn't sign on for this. Listen to me. We both know what happened to Nick when he spoke out. No, you don't get it. I do get it. The only difference between us and the subjects is a uniform and a paycheck. You want to sit out on the next surgery? Look, we're done here. Okay. Die Mitarbeiter waren sich auch nicht mehr ganz ihrer Sache sicher, was sie hier getan haben. Wenn sie sich jetzt schon nur noch als, naja, Mörder bezeichnen. Aber sie wollten auch nichts sagen, weil wohl sie denn wohl die nächsten Versuchsobjekte geworden sind. Und dann wäre denen das gleiche widerfahren wie das hier. Ja, es hat ein bisschen was von Outlast hier, muss ich sagen. Das ist ja quasi dasselbe gewesen. Okay, wir machen mal Doppelklick auf unsere wunderschöne Tür, aber wir gucken uns das hier an. Ja, wenn da mal nicht unser Stäbchen fehlt, wa? Tschack. Passt genau. Menü. Klick. Klick. Aha, aha. Ist das das Rätsel oder ist das einfach nur eine Beschäftigungsmaßnahme? Oh, der war schon drinne. Wunderschön. Was ist das hier? Ah, zurückgehen. Double click on the door. Okay. Da können wir nichts machen, auch wenn da das... Achso, das Kabel geht hier unten weiter. Und dann hier ran. Okay, warte. Ich glaube, ich habe eine Idee, was wir machen müssen. Ich glaube, ich habe schon eine Idee, was wir machen müssen. Und zwar die Dinger, die hier rausgucken. Also das, was hier anleuchtet, müssen wir eventuell rein bzw. rausdrücken. Ich vermute mal eher reindrücken. Deswegen ist es auch hier in Karos unterteilt, weil 5 und 2, 4, 5... Und das haben wir hier, glaube ich, auch, soweit ich das gesehen habe. Haben wir nämlich auch 5 längs und 5 hoch. Also müssen wir uns das hier nur mal irgendwie aufpinseln, was wir hier haben. Warte, ich hole mal kurz meinen Pinsel. Pinsel? Ja, der ist immer so leicht versteckt, habe ich das Gefühl. Da haben wir es ja. Gut, okay. Es gibt aber mehrere Möglichkeiten, sehe ich gerade. Okay. Entschuldigung, ich habe das Mikrofon angetippelt. Okay, dann frei, frei. 1, 2, 3, 4. Und der letzte. 2, 2, Mitte, 2, 2. Okay, probieren wir das doch mal aus. Probieren wir doch gleich mal den ersten aus. Wie gesagt, ich vermute mal, die müssten gedrückt sein. Jetzt haben wir alle gedrückt, sprich, wir müssen alle wieder rausholen erstmal. Toll. Ich muss für die nächste Aufnahme unbedingt... Oder sind die jetzt alle draußen? Nee, müssen wir alle jetzt nochmal wieder rausholen. Ist ja Wahnsinn. Hauptsache, er hat übermütig alles reingedrückt, ey. Gott, dieser Unprofi. Chick, chick, chick. Reagiert echt schlecht. So, jetzt kommt mal raus hier, ihr alten Bolzen. Das war eine Beleidigung. Das wird ihnen eine Lehre sein. Das. Okay. Das war's wohl nicht. Der. War das richtig? Ja, die drei Bolzen. Okay, das scheint es nicht gewesen zu sein. Die sind alle rausgefahren, sind alle rausgefahren. Okay. Nehmen wir den anderen. Zweite Reihe zu vorletzter, dann erster und Mitte. Und da müssen wir Entschuldigung. Alter, die rechte Maustaste ist echt empfindlich geworden bei mir. Ich weiß gar nicht warum. Und da müssen wir herausfinden, welche Dinger doppelt sind.
Weil dann ist der da doppelt, weil der und die sind gleich. Der und die sind gleich. Und der und die sind gleich. Vielleicht ist das die Lösung. Also unten, vorletzter rechts, einer über links und dann da Mitte, okay. War das richtig? Nee, warte, war nicht richtig. War doof. Die passen? Die passen? Ah doch. Der hier hat alles, das könnte vielleicht die Lösung sein. Okay, erster 2, dritter 1, vierter letzter. Das so merkt sich mein Gehirn das, indem ich irgendwelche komischen Dinger sag. Fick dich, Tür! Dich und deine ganze Bande! Gibt's doch gar nicht. Oh, die Maus ist viel zu empfindlich eingestellt. Dummy nochmal. Gibt's ja gar nicht. Aber die sind ja auch zusammen. Die sind zusammen. Die sind zusammen. Der einzige, der nicht irgendwo zusammen ist, ist der da. Aber den haben wir vielleicht auch gerade rausge... Ich weiß es nicht. Ha. Da ist noch ein Schrank. Ah, warte. Wir können ja das hier benutzen. Stimmt. Wir können ja... 1, 3, 1, 5, 2, 4. Sollen wir das jetzt was sagen, oder was? Ihr wollt doch nicht, dass mir das jetzt etwas sagt. 3, 1, 5, 2, 4. Okay, wir gehen nochmal... Wir gehen nochmal da hinten hin. Ich vergesse die Retro-Perspektive. Oh, da hinten ist ja noch was. Na, wenn wir hier mal nicht noch was anfassen können. Endlich können wir es anfassen. List of people required for the second stage of the program. Subjekt 42, 27, 18, 13, 56, 40, 25, 34, 16 und 17, dessen Namen wir nicht kennen. Okay. Sonst habe ich jetzt hier nichts mehr übersehen, ne? Jetzt ist wirklich alles... Haben wir schon mal die Tür benutzt? Okay, die Tür können wir nicht benutzen. Da können wir noch was. Was können wir da machen? Hallo? Ja. 3, 2, 1, 2, 3, 4. Nee, das haut... Oh Gott. Ich bin so verwirrt. Jetzt schon. Das ist ja Wahnsinn. Ich bin jetzt schon verwirrt. Ich bin jetzt schon durch, ey. Toll. Da hinten kann ich nicht anklicken. Das kann ich jetzt auch nicht mehr anklicken, weil... Naja, das haben wir ja eigentlich schon alles verwendet hier. Wir müssen jetzt ja nur noch das hier verwenden. Was passiert eigentlich, wenn wir... ...ewig in dieser Perspektive bleiben? Außer, dass es immer weiter verschwimmt. Und immer dunkler wird. Okay, ich habe das Gefühl, wir sterben. Man kann... Okay, wir haben keine Energie mehr für Retro sein. Scheiße. Okay, das ist also energiebezogen. Ja, aber schön, dass wir jetzt schon am ersten Rätsel festhängen hier. Die drei Kabel gehen hier rein. Gehen denn hier rein, kommen da wieder raus und gehen zu dem Teil, wo 3, 1, 5, 2, 4 draufsteht. Was auch immer 3, 1, 5, 2, 4 heißt, denn wir haben nirgendwo anders Hinweise dafür. Also, so rum haben wir das ja gemacht, aber das haben wir ja von selbst herausgefunden.
Okay, ich versuche einfach mal alle jetzt zu machen. Der zweite. Der vorletzte. Der erste. Der letzte. Und Mitte. Der zweite. Vorletzte. Erste. Letzte. Mitte. Okay, ich versuch's einfach mal. Gut, der zweite. Achso, der war schon der vorletzte. Der letzte, der erste, der Mitte. Scheiß Tür. Warte. Ich habe eine bessere Idee. Vielleicht 1, 2, 3, 1, 5, 2, 4. Wenn es jetzt immer noch nicht geht, ne? Alter, du verkackte Tür. Ich hasse dich. Dich und deine ganze Türsippe. Verdammt. Alter, das hätte jetzt sogar noch am meisten Sinn ergeben. Verdammt. Gibt aber auch keine Hinweise mehr, ne? Scheiße. Alter, das hätte ich jetzt noch gedacht. Ist irgendwas angeklickt, was nicht angeklickt sein soll? Nee. Fuck. Okay. Versuchen wir es mal andersrum. Wenn nur diese Bolzen draus sind. Also der erste sagt 3. 1. 5. 2. Und 4. Wenn ich doch wenigstens klicken hören würde. Es geht jetzt schon los. Der Horror. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich bin doch jetzt nicht zu doof, oder? Na gut, die Frage möchte ich bitte unbeantwortet lassen. Hilfe, ich kriege ihn nicht raus, oder was? Komm mal raus, du Schlingel. Okay, wir versuchen es gleich noch einmal. Okay, da hätte ich das jetzt aber echt gedacht. Oder müssen wir von hoch und... das könnte man noch versuchen. Wir können ja auch die Längsseite versuchen. Also die Hochseite und nicht die Längsseite. Also 3, 1, 2, 3. 1, 5, 2, 4. Alter, wenn es jetzt immer noch nicht geht, ne? Ach, ich... Jetzt weiß ich auch langsam nicht mehr weiter. Was ist denn hier los, ey? Verändert sich was, wenn wir hier irgendwas drücken? Ja, bleibt dieselbe Scheiße. Oh, das gibt's ja gar nicht. Muss ich gleich noch einen kurzen Stopp machen und es offscreen ausprobieren, oder was? 3, 1, 5, 2, 4. Oh, Kotz. Kotzkübel, Reier. Können wir auch nichts anklicken. Außer das Ding da, was uns, wo wir nicht hinkommen. Kann der uns nicht helfen? Ich meine, der liegt den ganzen Tag nur rum. Ich ziehe jetzt die Stecker gleich. Von hinten kann ich auch nichts machen. Scheiße, ey. Boah, fängt ja gut an, da. Wir sind jetzt schon alle sehr stolz auf mich. Ich glaube, ich hör jetzt schon den Hohn. Oh Mann, das gibt's doch gar nicht. Verdammte Rätsel. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass... Naja, weil es ja da drauf steht, dass das hier irgendwie die Lösung wäre. Aber wir haben jetzt ja alles ausprobiert. Drei,
1. Ich weiß nicht, warum das die 1 sein sollte, aber... 10. Ziehen wir erstmal wieder alle raus. Sind alle draußen jetzt? Das erkennt man leider nur recht spärlich. Nee, da ist noch einer drinne. So, jetzt sind alle draußen. Jetzt sieht's danach aus. Das gibt's ja gar nicht, da. 3, 1, 5, 2, 4... Ich bin schon langsam verzweifelt. Ich doppelklick the fucking door. Ich komme nicht raus. Ah, das wird ja super. Das hätte sogar, das hat so viel Sinn ergeben. Jetzt ohne Scheiß, das hat total viel Sinn ergeben. Wenn wir es von oben nach unten machen. Warum geht's nicht? 3, 1, 5, 2, 4. Ja, das finde ich ergibt sehr viel Sinn. Weil es ja auch angezeigt wird. Aber Doppelklick auf die Tür, ich kann absolut nichts mit dieser Tür machen.